Weiter geht es hier mit einer neuen Folge von Ghost of Tsushima, liebe Freunde meines Kanals. Ich habe mich jetzt in der Gegend mal so ein bisschen umgesehen, da auf der Nordinsel, habe da ein paar Sachen aufgedeckt, also so Fuchsbauten und so ein Zeugs. Und ich habe gedacht, in der heutigen Folge spielen wir einfach mal eine Questline weiter von einem unserer Verbündeten. Übrigens ist jetzt der Patch 1.06 eingespielt worden gestern und ich habe mir da mal angeguckt, was es da so an Verbesserungen gibt. Und hauptsächlich wurde, wo will ich denn hin? Hier oben hin. Ich reise hier schon mal und zwar habe ich mir gedacht, wir machen hier die Diebin-Weite, die Masako-Story und da gehen wir jetzt hier erstmal hin. Ja, genau, zurück zum Patch. Die größte Neuerung ist anscheinend hier, dass die Rüstung des Reisenden, also die ich hier gerade anhab, dass die verbessert worden ist. Wenn man die anhat, dann vibriert nicht nur der Controller, wenn man in der Nähe von irgendwelchen sammelbaren Dingen ist, sondern da soll man jetzt auch noch was hören dazu oder noch was Zusätzliches sehen können. Ich weiß es noch nicht. Wir werden es ja dann sehen. Achso, wo muss ich denn eigentlich hin? Hier. Genau, das verfolgen wir hier mal. So, wie weit ist denn das weg? 140 Meter. Ach komm, dann holen wir jetzt unser Pferdchen. Und was ich jetzt auch mal ausprobiert habe, ist dieser leitende Wind hier zu verschiedenen sammelbaren Items. Ich habe da noch mal ein bisschen die Südinsel durchkämmt und habe den Wind auf die Banner eingestellt, wo man da ja 80 Stück, oh, hier gibt es was einzusammeln, 80 Stück einsammeln kann. Muss ich runter? Ein Kästchen? Na, komm. Ich will das hier sammeln. Na. Und da führt einen dann der Wind von einem Banner zum anderen. Für den einen mag sich das jetzt ziemlich öde anhören, aber ich muss sagen, das hat irgendwas Meditatives. Man reitet hier durch die tolle Landschaft. Ich lasse mir da auch Zeit, mache viele Screenshots. Und wenn jemand einfach nur mal die Landschaft genießen will und von A nach B reiten will, ohne jetzt irgendwelche Missionen zu erfüllen, dann kann ich das durchaus empfehlen. Dazu stellt man hier im leitenden Windziel ein, wo man hin möchte. Also jetzt verfolge ich ja die Questline und hier kann ich den Wind der Gesundheit einstellen. Dann führt er mich, glaube ich, von heißer Quelle zu heißer Quelle. Wind der Erscheinung, das weiß ich jetzt nicht genau, was da, wo er mich dahin führt, muss ich nochmal ausprobieren. Und eben diesen Sashimono-Banner-Wind, den hatte ich eben gestern mal eingestellt und bin da fast 2 Stunden nur durch die Gegend geritten. Und wie gesagt, hier kann man sich dann von Gegenstand zu Gegenstand führen lassen, wenn man das möchte. So, jetzt machen wir aber hier weiter. Oh, hier ist noch ein Kästchen. Haben, haben, haben. Geht euch das auch so, dass sobald hier irgendwas blinkt, dass ihr dann da das einsammeln müsst? Ich finde das schrecklich. Ich komme deswegen hier überhaupt nicht vorwärts. So, wo ist sie denn, die gute Masako? Hallo, bist denn? Sprich mit Yunchin. Mit Yunchin. Ich dachte, mit der Masako soll ich sprechen. Aber ich soll mit Yunchin. Wer bitte ist Yunchin? Ach, hier vorne. Da falle ich auch noch ins Wasser. Ach, das ist der Mönch. Fürst Sakai, ich sorge mich um Sie. Yunchin, um was ging es denn? Fürstin Masako sucht jemanden. Sie ist erbost, weil ich nichts wusste.
Ihr habt nichts zu befürchten. Ich rede mit ihr. Danke, Fürst Sakai. Auch, dass ihr die Mongolen vom Hof verjagt habt. Jetzt können wir neu aufbauen. Gut, dass diese Leute euch haben. Viel Glück. Die Dieben. Dann werden wir hier mal schauen, was wir da erledigen sollen. Oh, und hier windet es wieder. Jetzt müssen wir doch mit der Masako sprechen. Links in Richtung Brücke, begleitet von Bewaffneten. Danke, das war's schon. Wussten die Bauern, nach wem ihr sucht? Nach jemandem auf der Liste. Eine Diebin. Ich helfe euch suchen. Das muss ich selbst erledigen. Die Bauern erwähnten bewaffnete Männer, die mitgingen. Söldner etwa? Professionelle Mörder. Das könnte es möglicherweise erschweren. Ich kann eure Hilfe gebrauchen, aber mehr noch euer Schweigen. Verlasst euch drauf. Laut den Bauern sind sie in Richtung Brücke außerhalb des Hofs gezogen. Hier entlang. Pferd? Ach, ich habe übrigens hier einen neuen Sattel gekauft oder eingetauscht, weil ich ja diese Banner gesucht habe und dafür habe ich hier einen neuen Sattel bekommen. Die haben aber, glaube ich, keine Auswirkungen auf irgendwas. Die sind einfach nur kosmetischer Natur. Wer ist diese Diebin? Sie hat das Adachi-Anwesen nach dem Angriff geplündert. Ups. Wertvolle Erbstücke gestohlen. Persönliche Dinge. Das Schlimme ist, dass Mai einst unsere Dienerin war. Vor 3 Jahren ertappte mein Ehemann sie beim Stehlen. Er wollte sie auspeitschen. Ich setzte mich für sie ein. Aber sie musste gehen. Klingt, als würdet ihr sie vermissen. Sie war eine gute Freundin. Irgendwie vergrätzen sich die Leute immer so, die einen oder anderen, genauso hier mit unserem Bogenschützmeister, der da seine Schülerin irgendwie verärgert hat. Und anscheinend haben sie die auch irgendwie vergrätzt. Ja, so von Loyalität ist jetzt hier nicht so mehr viel die Rede. Ich werde alles verkaufen. Ich warte nur auf den richtigen Moment. Zu spät. Er wird diese Erbstücke selbst verkaufen. Bringt uns jetzt zu ihnen. Ich bezahle euch und behalte sie. Ihr habt kein Geld. Ich habe diesen Kamm aus Gold mit Perlen. Das war ein Geschenk. Er könnte etwas wert sein. Nein, er würde uns töten. Genug jetzt. Bringt uns zu den Erbstücken. Wir brauchen die Söldner nicht unbedingt lebendig. Nur sie. Je mehr wir von ihnen ausschalten, desto einfacher erreichen wir unser Ziel. Lasst euch nur nicht sehen, sonst tun sie ihr etwas. Folge Mai und besiege die Runen, ohne entdeckt zu werden. Ach du meine Güte, gut. Vorsicht, ihr seid ungeschützt. Ajo. Geht in Deckung. Wie kommen wir denn an die da dran? Da muss ich hier hinten rumlaufen, oder? Vielleicht besser? Wieder so sneaky hier dran, dann sehe ich aber nichts. Ah, der läuft hier von der Gruppe weg, selber schuld. Ich erledige ihn. Zu nah, nix zu nah. Ich kann doch hier ein Kettenattentat machen. Genau, machen wir doch hier ein Kettenattentat. Du hast dein Ziel alarmiert. Was? Hä?
Nee, oder? Hey, ich hab doch die alle vier jetzt ermordet. Ohne, dass die ihr was getan haben. Ja, du verlierst die Ziele aus den Augen. Meine Güte, ist ja schon gut. Entdeckt zu werden. Ja, vielleicht muss ich die dann einfach so mit Pfeil und Bogen. Ich lass mal den ersten hier nochmal an dem Stein gucken, wenn der jetzt da nochmal hingeht. Also sowas liebe ich ja. Ich hatte auch irgendwo mal so einen Shooter, wo ich in einer Gegend hier alle Gegner ausknipse. Ah nee, sollte ich gar nicht. Das war, ich sollte nur den Ausgang erreichen und dann mit irgendjemandem quatschen. Aber es hat sich dann rausgestellt, man musste alle Gegner eliminieren, die in dieser Gegend drin waren oder in dem Gebiet. Und einen hatte ich irgendwie nicht richtig getroffen. Der hat sich dann da irgendwie auf dem Boden rumgewälzt. Und den habe ich dann nicht mehr gefunden. Und da konnte ich die ganze Mission nochmal von vorne starten. Gleich noch Vorräte mitnehmen. Gut. Aber das finde ich immer blöd, wenn man denkt, man hat hier das Ziel erreicht. Zurück, ich darf da noch nichts machen. Wieso darf ich hier nichts machen? Menno, Menno. Wahrscheinlich heißt es jetzt, ich habe den... Oh Gott. Na toll. Jetzt habe ich den vierten ja noch gar nicht erledigt. Ich verstehe es nicht. Wahrscheinlich habe ich wieder irgendwas falsch gemacht. Und die Kamera im Gebüsch ist auch irgendwie. Ich sollte doch eigentlich vier unbemerkt hier ausschalten, oder? Jim, ich muss mit Mai sprechen. Sag, wenn ihr mich braucht. Ihr stahlt die Erbstücke meiner Familie für diese Mörder. Wie konntet ihr mich verraten? Hab ich nicht. Ihr habt mich verstoßen. Ich habe euch gerettet. Mein Mann wollte euch auspeitschen. Er wusste es. Ihr hättet mit mir kommen sollen. Ich war die Fürstin des Adachi-Clans. Und ihr eine Diebin. Doch, ich liebe euch. Dann sagt mir, wem ihr dient. Er tötete meine Familie. Ich bin die Nächste. Das lasse ich nicht zu. Ich bringe euch zu euren Erbstücken. Ich wissen, dass ihr jetzt für einen Samurai arbeitet. Ich kenne weder seinen Namen noch sein Gesicht. Wir tauschen uns nur über Nachrichten aus. Er wusste von uns, meine Herrin. Wie? Ich weiß es nicht. Er sagte, er wisse, wie es ist, euch zu lieben. Dass er meinen Schmerz verstehen könne. Masako. Mai war meine einzige. Bisher die einzige. Er war besorgt wegen der Erbstücke, dass sie kaputt gehen könnten.
Er will sie verkaufen. Sie haben nur sentimentalen Wert. Er wird kaum Geld dafür bekommen. Dann will er sie vielleicht gar nicht verkaufen. Vielleicht haben sie auch für ihn Bedeutung. Er war besitzergreifend in seinen Briefen. Als wären sie seine. Die Erbstücke gehörten ganz allein meiner Familie. Ich bin als Einzige noch übrig. Eure Erbstücke liegen im Gebüsch. Jin, sammelt ihr sie ein? Ich muss mich verabschieden. Okay, dann sammeln wir mal Erbstücke. Das ist wieder mit diesen Kisten, das ist immer ein bisschen hakelig. Flöte der Attaché-Familie. Ah, ich habe jetzt 3 Verbesserungen, kann ich mir kaufen. Gut. Danke. Wo ist Mai? Heimgegangen. Jin, nur damit ihr es wisst, ich... Ihr schuldet mir keine Erklärung. Ich liebte meinen Mann. Aber Mai liebte ich auch. Was tut ihr noch? Das werde ich immer tun. Der Mann, den wir jagen, hat Gefühle für euch. Außer meinem Mann und Mai hatte ich keine Liebschaft, keine Verehrer. Naja, bis jetzt nicht, aber offensichtlich doch. Um so neue Rekruten zu bekommen. Ich weiß nicht, wer so etwas tun würde. Wir suchen weiter. Es ist nur eine Frage der Zeit. Meine Arbeit in Toyotama ist noch nicht beendet. Sucht mich bald wieder auf. Dann haben wir jetzt die Diebin abgeschlossen. Aber so ganz durchgeblickt habe ich jetzt noch nicht. Offensichtlich hatten die da, weiß ich, eine Liebschaft oder was? Oder ein Verhältnis? Und das Vögelchen zeigt mir was. Da laufe ich doch gleich mal hinterher. Wo ist es hin? Und es gibt einen heimlichen Verehrer. Ich nehme an, den werden wir dann im nächsten Teil hier zu Gesicht bekommen, wer denn das ist. Was will mir das Vögelchen hier zeigen? Das führt mich in die Irre. Ja, da habe ich auch das Gefühl, dass hier irgendwie bei diesem Vogel es noch ein paar Bugs gibt. Dass der auch die Ziele anzeigt, wenn man noch gar nicht so weit ist in irgendeiner Questline. Sie ist jetzt hier oben. Geschichte 6 von 9. Ich dachte, ich hätte die schon fast. Ich hätte nur noch 2 übrig. Oder gibt es da 2 Storyverläufe? Unentdeckter Ort. Aber da muss ich jetzt erst... Ah, doch, da war ich im Omi-Kloster. Ja, okay, gut. Ich dachte, ich könnte da noch gar nicht schnell reisen, sondern müsste die ganze Strecke hier... durch das Land galoppieren. So. Und wo finde ich die Gute jetzt? Ihr irrt euch. Das klingt nicht nach Kajibara. Dann seid ihr törichter, als ich dachte. Jin, auf ein Wort bitte. Wahrscheinlich ist der Mönch hier der heimliche Verehrer. Haha. Ich kenne mich aus. Oder auch nicht. Was ist denn? Ein gewisser Kajibara hat die Mörder meiner Familie rekrutiert. Sein Name steht auf der Liste. Er wohnt in dieser Präfektur.
Dieser Mönch weiß wo, aber er verrät es mir nicht. Junshin meint es gut. Ich rede mit ihm. Junshin, schön euch zu sehen. Ebenso, Fürst Sakai. Fürstin Masako und ich suchen nach Kachiwara. Ihr wisst, wo er sich aufhält. Sie beschuldigte ihn schrecklicher Dinge. Ich fürchte um sein Leben, wenn sie ihn findet. Masako hat gute Gründe zu glauben, er habe die Mörder ihrer Familie rekrutiert. Das würde er nie tun. Er ist ein bescheidener Fischer, ein liebender Ehemann und Vater. Ich fürchte, sie ist blind vor Zorn. Junshin, ich muss mit ihm reden. Solange ihr es beim Reden belasst. Ja, Familienmensch und alles ist hier voll Blut und ein Messer liegt da. Das kann ja nur böse enden. Aber wenn das nur ein Fischer ist... Nehmt die Straße von hier zur Küste. Kajibaras Hütte liegt am Strand. Naja, mit der wollte ich jetzt eigentlich nicht reden. Ich hätte es jetzt lieber alleine gemacht, weil wenn die mitkommt... Zur Küste. Wieso? Danke für eure Hilfe, Mönch. Friede sei mit euch, Fürstin Masako. Was habt ihr bitte zu Junshin anderes gesagt als ich? Hört mir nicht mal zu, als würde man mit einem Stein reden. Ich glaube, er hat Angst vor euch. Angst? Warum? Ihr seid mitunter etwas einschüchternd. In unserer Welt ist das nichts Schlechtes. Wir jagen einen grausamen, bösen Mann. Er war ein Mann unseres Clans. Zuverlässig und geschickt, aber aufbrausend. Wir entschuldigten sein Verhalten, bis ich ihn dabei erwischte, wie er Frau und Tochter verprügelte. Der Feigling schlägt die eigene Familie. Da verbannte ich ihn, auf der Stelle. Ich bot seiner Frau und Tochter Zuflucht in unserem Haus. Am Tag darauf gingen sie wieder zu ihm zurück. Es ist nicht immer einfach. Man möchte glauben, sie ändern sich. Aber der Mönch hat doch jetzt was anderes erzählt. Der hat doch da gesagt, es wäre so ein treusorgender Ehemann und Vater. Wem soll man da jetzt glauben? Man weiß es nicht. Huch. Der Weg müsste zum Strand führen. Ohne die Pferde bemerkt man uns nicht so leicht. Wir müssen uns vorsichtig nähern. Ich will Kachiwaras Familie nicht gefährden. Erstmal sammeln. So viel Zeit muss sein. Nettes Strandteil haben sie hier ausgesucht. Das muss Kashiwaras Fischerhütte sein. Die Mongolen waren da. Vielleicht sind er und seine Familie bereits tot. Sie könnten noch am Leben sein. Gehen wir. Ein Mongole. Schnell wieder verstecken. Wie viele sind denn da? Oh. Oh. Alles voll hier. Könnte ich doch mit meinen Glöckchen wieder werfen, oder? Oh nein, nein. Ja. Ach komm, hupf mal hier runter. Ich muss hier meine Glöckchen ausrüsten. Moment. Ja. Komme ich da so weit da hinten hin? Ah. Nee, das mit den Glöckchen funktioniert irgendwie immer nur. Vielleicht hier diese Fässer in Brand stecken, oder? Ach, die brennen nicht. Okay, gut. Ah, okay. Okay, dann müssen wir es halt hier... Ach. Oh.
Wollte ich jetzt einen tollen Plan hier umsetzen? Ah, komm. Ich will übrigens auch mal so ein brennendes Schwert haben. Ups. Ah, ich stelle mich jetzt heute aber irgendwie. Oh, da gibt's hier Bomben. Oh, da schießt irgendwie einer. Du schießt jetzt hier gleich nicht mehr. Und da hinten war noch einer, genau. Ich sehe keine Mongolen mehr. Geh zu dem Haus nach Kachibara und seiner Familie. Wie kann denn ein Fischer hier so eine ganze Gruppe von Mördern rekrutieren? Muss ich das verstehen? Ah, ich dachte, die wären explosiv. Wahnsinnig gut. Wahnsinnig. So, gut. Dann sollen wir im Haus nachschauen. Oh. Das sind wohl Kachivaras Frau, Tochter. Das hatte ich von Anfang an befürchtet. Haben die Mongolen sie getötet? Aber wo ist dann Kachivaras Leiche? Die Klinge ist blutverschmiert. Sieht nicht nach einer Mongolenwaffe aus. Das ist ein Fischerwerkzeug. Neue Stoffballen. Kein Stoff. Seide. Das kann sich kein bescheidener Fischer leisten. Ja, das ist schon irgendwie seltsam hier, ja. Habe ich mich ja auch gefragt. Fußspuren. Sie führen von der Hütte weg. Was, wenn Kachivara überlebt hat? Einfach weggelaufen. Folgen wir den Fußspuren. Dann schauen wir mal, wo der hingelaufen ist. Kachivara! Ah, da. Okay. Aber besonders weit hat er sich ja nicht versteckt. Das ist Masako. Ein Mongolenangriff. Meine Frau und Tochter. Schweigt, Schlange. Ihr habt sie getötet. Aus Liebe. Besser ich als die Mongolen. Sie wollten es so. Ihr krankes... Jin! Ihr habt die Mörder rekrutiert, die meine Familie töteten. Wer bezahlt euch? Sagt es, dann töte ich euch liebevoll. So wie ihr eure Frau und Tochter. Ich weiß nur, dass er es verstand. Was verstand? Wie es ist, von euch vernichtet zu werden. Wie ich in Armut versank. Was es meiner Familie abforderte. Oh, die hat... Ich ertrage kein weiteres Wort mehr. Alles, was er sagte, hat wohl ziemlich viele Leute vergrätzt hier. Ich wusste, dass Sadao auch so denkt. Die Verschwörer verbindet ihr Hass. Der Clan-Angriff hatte persönliche Gründe. Angestiftet von einem Samurai mit tiefem Groll. Aber wer könnte das nur sein? Wir finden ihn. Ja, das müsste sie doch eigentlich wissen. Also, ich denke mal... Sehr gut, Kage. Seine Feinde sollte man doch eigentlich kennen. Ich kriege wieder mal einen Talisman. Und Seide. Ach so, wir können ja jetzt irgendwie ein Waffen-Upgrade, ein Rüstungs-Upgrade machen. Mal gucken, wo wir jetzt als nächstes dann hin müssen, wenn wir diese Questline weiter verfolgen wollen. Das ist die Yuna, die müssen wir auch noch machen. Aber
Die Masako-Questline ist erstmal wohl hier zu Ende. Da werden wir dann später wieder drauf stoßen, nehme ich mal an. Deswegen gehen wir jetzt mal hier irgendwie in den Tempel zurück. Genau, ich habe da nämlich noch Geschenke, die habe ich gar nicht abgeholt. Und wir schauen mal nach einem Rüstungsupgrade. Bei dem Rüstungsupgrade sammle ich lieber noch mal ein bisschen länger. Also es sind ja 3 Stück, die wir da jetzt, glaube ich, haben oder machen können. Aber wir, natürlich können wir nicht 3 machen, sondern nur 1. 100 Vorräte. Und jetzt könnte ich auch eine Verbesserung für den Langbogen kaufen. Oh, Leute. Wie viele Vorräte habe ich denn jetzt? 857. Ja, das reicht für ein Upgrade. Reicht für ein Upgrade, aber nicht alles. Ja, den Bogen lasse ich mal. Den benutze ich ja sowieso nicht so oft. Ich gucke mir mal an, was ich für das Rüstungsupgrade kriegen könnte. Jetzt schaue ich mal. Also ich könnte Tadayoris Rüstung. Kopfschüsse könnte ich da erhöhen. Kopfschussschaden. Das ist hier für Anschleichen. Bedeutende Erhöhung des Taumelschadens. Ja, die Rüstung sieht schon witzig aus, aber den Taumelschaden, weiß jetzt nicht. 30% erhöhter Entschlossenheitsgewinn. Tracht des Reisenden. Kontrolle vibriert in einer Entfernung von 60 Meter um ein Artefakt. Ich glaube, ich nehme hier cool. Ich nehme hier das hier, damit ich etwas länger versteckt bleibe. So, dann habe ich die Ronin-Kleidung komplett upgraded. Aber die brauche ich jetzt nicht, wenn ich hier rumreite. Irgendwie habe ich auch gesehen, man kann hier irgendwie aufs Dach und manchmal findet man da tolle Sachen. Ich weiß aber nicht, wie ich hier raufkomme. Ich komme hier irgendwie mit dem... Na, da komme ich hier... komme ich von hier aus hier drauf? Wenn ich hier hochspringe? Ah ja, doch. Genau. Das wollte ich mal gucken, was man hier so findet. Wahrscheinlich nichts. Blätter und Laub findet man hier. Und ich falle sicher gleich runter. Ah doch, ich finde was. Sammeln. Abendlicht-Stirnband des Kriegers. Ein tolles Stirnband gefunden. Super. Gut, mit dieser tollen Aussicht beschließe ich dann diese Folge hier. Und wir gucken uns in der nächsten Folge vielleicht mal Ishikawas Questline wieder an. Vielleicht kann ich ja meinen Bogen da noch was verbessern oder ein paar neue Fähigkeiten oder Pfeile bekommen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao!